So, und willkommen zurück, liebe Freunde. Wir müssen Hemlia beschützen. Wir sind hier... Oh, er hat mich da weggestoßen. Wir haben Glut hier aus der dunklen Magie und hast du nicht gesehen, um zu wissen, wer jetzt hier den Wald so, ja, beschwört. Ich weiß immer nicht, wie ich das so alles nennen soll. Weil ich mich halt auch nicht so auskenne in dem Spiel und allem drum und dran. Empfohlene Builds, was kann ich tun? Moment. Ja, den nehmen wir aber mit. Können wir die Steine da drinnen lassen? Oh, der ist aber echt gut. Oder? Chancen von Tod überlisten um 4% erhöht, okay. Empfohlene Builds anzeigen. Ach so. Aha, aber das wäre jetzt ja für Stufe 50 oder wie? Ja, das ist natürlich auch geil, ne? Was ist das denn für eine? Ach, das waren diese Fallen. Ja, ja. Sammelt 3 von 4. 2 von 2. Also ich kann euch nicht sagen, was hier abgeht. Stufe 41, Stufe 44. Ich habe keine Ahnung, Leute. Unter empfohlenen Builds werden regelmäßig 3 einzigartige Builds für jede Klasse angezeigt. Entdeckt neue Kombinationen aus Fertigkeiten, legendären Gegenständen, legendäre Edelsteine, bla bla bla. Builds, PvE gekennzeichnet sind zum Kampf gegen Monster gedacht. Während Builds, die als PvP Kampf gegen Spieler gedacht. Okay. Was wäre jetzt PvP? Alles klar. PvE, PvE. Guck mal, der kann sogar 3 von den Katapulten aufstellen. Ah. Okay. Das würde ich jetzt aber trotzdem eben anlegen und alles übertragen. Nice one, das ist sehr geil. Da freue ich mich riesig. Endlich kommen wir ein bisschen voran. Dann würde ich nochmal genau die Fertigkeiten durchgucken. Also Geschützturm haben wir jetzt Rang 2. Mhm. Gewagter Schwung. Könnte man den vielleicht anstatt diesen Mehrfachschuss? Aber der ist halt schon Stufe 8, ne? Messerfalle, naja. Rachehagel, Rückstoß. Rauchwolke, geht noch nicht. Speerfeuer. Ja, der ist geil, den nehmen wir auf jeden Fall. Vielleicht nehmen wir mal den. Anlegen hier. Okay. Mal, wir probieren es halt mal aus, ne? The tree is guiding my sight. I see the darkness infecting this land. An evil that has festered in the deep places. It corrupts life, feeds off it like a parasite. Not worn this kind of magic scars? No, we cannot stop. The ritual awakened the power bound within the tree. It wants to be free. It will help us fight the corruption for a price. Okay. You have your bargain, Inifus. Banish the corruption infecting this wood and its people, as promised.
What's happening? It should have worked. Okay. Moin. Okay. Gott, muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Friend, you must destroy it. It can be purged. I'm not ready yet. Okay. Okay, nimmt er einfach alle Gestalten an, die es gibt. Oh, ein bisschen zu nah ran. Okay, funktioniert alles soweit ganz gut. Emily, are you all right? Is it over? It is, but there is no cause for celebration. The forest will not be purged so easily. Not while the heart of its corruption remains. I could see it all now, friend. Mm-hmm. And it is terrible to behold. A blight seeps from the forgotten tower. At its roots lies a woman in a pool of stolen blood. Around her neck, a red stone pulses with a power older than the world itself. The vines whisper to me. They tell me of an abomination, a blood rose. Through the rose, the blood flows to her, feeds her. Mm-hmm. It must be cut down. I have to learn. Also ein bisschen unkoordiniert. You will have your chance. The plants tell me a rogue is on her way here now. Enough. We're getting you out of here. No. Okay. You're not. Not if you wish to survive this. We've been given a chance, but we must strike now. Okay. Kill the blood rose. As long as it feeds her blood, the Countess cannot die. And this corruption will never end. The tree can. Sorry, da hab ich ein bisschen zu früh weggedrückt. Rogues need you. Er ist tot. Okay, wieder nur Müll bekommen hier. Moin. Flavi? Hemlia just. Wait. Why are you here? What's happened? Haven't you heard? Kasha led a war party to attack the Forgotten Tower. I was returning to the encampment to rally the others when I saw what was happening here. I'm only sorry I arrived too late to help you. There's nothing you could have done. Hold. Did you say the rogues are attacking the tower? Mm-hmm. Yes. And the Bloodsworn are fighting ferociously. Kasha sent me to ask Akara for aid. Damn. The Countess cannot die while the Blood Rose lives. Your sisters are walking into a trap. I must reach Akara and the others, lest the Bloodsworn take them as well. Head to the Rose and we can join you there. Okay. Mach ich. The Great High watch over us both. Jawohl. Okay. Schreckensvoll, ja. Okay, den hatten wir schon, kennen wir. Stachelratte, okay. Nice. The Bloodsworn are everywhere. This must be where the rogues were ambushed. I pray Kasha is all right. Okay, wo ist diese Blutrose? Leute, das ist ja...
Wo geht's hin? Untergrundwort. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, mal reingehen? Komm. Lass mal reingehen. Aha! Dungeon Details. Ach, wir bauen keine Gruppe. Lass mal rein. Den säubern wir. Also ein Hort. Das heißt, Monsterlager. Okay. Versteckenwächter. Kannst du mal aufhören, hier gegen mich zu zaubern, Alter? Ja. Nicht so nett. Okay, so ein Hort kann jetzt ja nicht unbedingt mega groß sein, oder? Das übler Stecher. Ah, ich bin auch voll der üble Stecher hier, ne? Okay, können wir ruhig öfter mal einsetzen. Die Geschütze, weil... Ja, die laden sich ja eh wieder auf. Die machen halt echt gut Damage. Okay. Bonus-Ereignis. Böswillige Geister. Okay. Oh, das ist eine schöne Belohnung. Ein Topaz. Okay. Also ein Hort lohnt sich auch einfach mal zu säubern, würde ich sagen. Man kriegt hier ein Bonusereignis, Dämonenapfel. Okay. Oh, Monster Sense 6 von 10. Nice. So. Oh, da warten aber einige gerade. We cannot escape. Und wieder zurück. Das hat schon richtig Damage gemacht. Krass. Okay. Okay, Leute. Alter Schwede, da hinten kommen noch stärkere Gegner. Läuft doch gut für uns. Oh, oh. Die Stecher. Okay. Alter, wie viele. Na gut, von nichts kommt nichts, ne? Sauber. Das macht schon Bock. Hallo, ja. Dich holen wir erstmal zuerst raus. Dann kommst du hier hin. Du kommst da hin. Du kommst hier hin. Dann einmal rüber. Oh Gott. Wie viele. Okay, die sind alle hier gut dabei. Nehmen wir alles mit. So, Fräulein. Ober. Ich muss mal eben raus. Leute, macht doch ganz schön viel Damage. Oh, 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 nicht da reinlaufen. Okay. Jetzt sind wir nur noch wir da. Eins gegen eins. Okay, jetzt haben wir dich. Nee, nee, bleib mal da. Und hier, das Geschütz regelt. Boah, die kommen mit dem Schleim hier. Okay. Kalypso der Witwenmacher. Was? Okay. So.
So nicht anders. So, alles einsammeln. Die wollen wir haben. Oh, einiges an Gold und generell ein bisschen Equipment. Schön, schön, schön. Aber nichts da. Wo geht's hier hin? Abstieg zur Ebene 2. Und hier? Hort verlassen. Ja gut, ich meine, wir sind ja nicht hier aus Spaß, ne? Wir wollen die schon vernichten. Gehen wir auf Ebene 2, ich bin gespannt. Hier ist ein Schmied, okay. Ja, kannst mir hier mal so ein paar Sachen einschmelzen quasi. Okay. Well done. Ja, ja, dank dir. Das ist ein ganz guter. Okay. Kobolde wegmachen. So, hier nochmal einen. Okay. Töte den Versteckwächter, okay. Damit kennen wir uns jetzt aus. Was passiert hier gerade? Ah, okay, da kommt dann immer mal wieder Flammen. Okay, der war jetzt schlecht eingesetzt. Ah, die Blitze sind auch OP, ne? Alter. Was hier in dem Spiel nicht alles OP ist, ne? Aber egal. Ja, nehmen wir alles mit. Sehr schön. Schuppenpanzer der Vitalität. Okay, Bonusereignis. Ja, ich muss sie wegmachen. Sehr. Oh. Was alles rauskommt, Junge! Was denn da los? Monster Essence auch? Ja, da waren da Edelsteine, alles dabei. Okay. Nice Loot. Also lohnt sich schon so ein Hort. Kobold. Was ist das? Lecker. Abbild inspizieren. Alles klar, sehr schön. Danke. Schön, danke, dass ihr da seid. Und auch da wart. Was ist das? Der stand da einfach nur rum. Wo ist der Wächter? Quasi. Da. Du wirst sterben. Bin ich ehrlich. Noch sehr schnell. Nee, doch. Ich dachte, der wäre schon tot. Leute, der Stärkung. Zack, 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 zack. Nice. Das ging fix. Oh, da ist ein Aquamarin. Rang 1. Okay, wieder einiges gefunden. Okay, tiefer können wir nicht. Oh, dann verlassen wir den Hort. Oh ne, bleiben wollten wir nicht. Schön, schön. Hat sich gelohnt. Horte machen. Horte machen. Geil. Mega. Richtig guter Loot. Oh, moin, maybe. Ich würde uns jetzt, glaube ich. Oh. Das ist wieder so ein spezieller Gegner. Ah, den können wir nicht einmal stehen lassen. Ja, ja, komm mal raus da. So eine Schutzkugel, du Arsch. Kali. Okay. Also da haben wir ordentlich was bekommen. Wir müssen, okay, dahin.
Ich würde aber gerne hier zurück teleportieren, weil ich die Folge hier beenden will. Es ist schon wieder Zeit. Und ich werde jetzt nicht noch eine aufnehmen im Anschluss. Deswegen immer an eine sichere Zone stellen natürlich. Haben wir was Tolles bekommen? Oh yes. 2,8. Rückstoßwiderstand. Erlittener Schaden um 6 Mal während euer Charakter von Kontrollverlust. Ja, das wäre egal. Chancen von Tod überlisten. Hat auf jeden Fall mehr Vitalität und Stärke. Beharrlichkeit. Ich glaube, ich würde den hier nehmen. Von Tod überlisten. Rückstoßwiderstand um 6% erhöht. Das wäre jetzt, glaube ich, noch gar nicht so wichtig. Legen wir mal an. Haben wir da einen Edelstein? Nein. Hier nicht, da nicht. Geht nicht. Haben wir. Kann natürlich gucken, ob man diese hier ersetzen. Nee. Guck mal, diese hier können wir doch verbessern. Ging das dann noch? Nee. Rang 2. Edelsteine aufwerten. Ach so. Hello. How can I help hallo. You today? Ja, hallo. So, den roten aufwerten. Geht nicht, okay. So, das bringt dir jetzt schon mal mehr Schaden. Das ist schon mal... Ach so, wir brauchen jetzt... wir müssen also unsere... Diese hier müssen wir aufwerten. Auf Rang 2. Okay. Können wir hier auch mal machen. So, nochmal geht nicht, ne. Aber den hier können wir nochmal. So. Und nochmal aufwerten. Weil wir brauchen dann zum Beispiel... Okay, von den gelben hatten wir jetzt tatsächlich gar keine. Wir brauchen dann die aufgewerteten von Rang 2, um es auf Rang 3 zu bringen. Das heißt, wir brauchen noch einen, okay, von dem blauen. Geht auch nicht. Haben wir denn noch blaue? Ja, aber von denen haben wir auch noch ein paar hier. Naja, gut, okay. Nochmal eben zum Schmied. Die Folge ist schon wieder übelst lang. Aber wenn das überhaupt jemand guckt, guckt das ja vielleicht auch bis zum Ende. So, ich damit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns nächste Folge. So, und dann geht's zur blutigen Ruine. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.